Das ist das Objekt der Begierde. Oder doch eher das hier? Naja, den Jungs vom FC Niederwinkling war es herzlich egal. Sie nahmen beides mit und sind nun frisch gebackener Straubinger Hallenkreismeister 2015. Für den Underdog aus der Kreisklasse einer der größten Erfolge der Vereinsgeschichte. Ja, auf alle Fälle. Haben wir nicht gemeint, dass wir überhaupt aus der Gruppenphase rauskommen. Aber wenn man natürlich dann im Halbfinale ist, möchte man gerne auch gewinnen. Und das haben wir jetzt Gott sei Dank glücklicherweise auch gemacht. Und das nicht einmal unverdient, denn nach Platz 1 in der Vorrundengruppe ließ man im Halbfinale auch den Bezirksligisten SC Kirchrot mit 1:0 abblitzen, zur Freude des zahlreich mitgereisten Anhangs. Das zweite Finalticket machten sich der SV Frauen-Biburg in den grünen Trikots und der SV Bernried aus. Hier übernahm der Bezirksligist von Beginn an das Kommando und stellte früh die Weichen auf Sieg. Manuel Schnall war beim 4:0-Erfolg mit 3 Treffern der Mann des Spiels. Bernried sicherte sich dann zumindest noch Platz 3 mit einem 3:2-Sieg nach 6-Meterschießen gegen Kirchrot. Für Titelverteidiger Spielvereinigung Maria Posching war übrigens bereits in der Vorrunde Endstation, nicht zuletzt wegen der fahrlässigen Chancenauswertung wie in dieser Szene. Auch die hochgehandelten Hallenspezialisten vom FC Oberpöring hier in Gelb verpassten den Sprung in die K.O.-Runde, dürfen aber als amtierender Futsal-Bezirksligameister trotzdem an der niederbayerischen Meisterschaft am Samstag in Dingolfing teilnehmen. Genauso wie Turniersieger Niederwinkling, der im Finale, angefeuert von seinen Fans, frühzeitig auf die Siegerstraße einbog und durch Daniel Illner in Führung ging. Diese baute Spielertrainer Norbert Kammerl dann sogar auf 2:0 aus. Frauen-Biburg versuchte zwar noch einmal alles und kam durch Thomas Aigner noch zum Anschlusstreffer, am Ende blieb es jedoch beim 2:1 und auf Niederwinklinger Seite brachen dann alle Dämme. Finale ist halt immer ein Spiel dann auf 10 Minuten und dann haben wir halt zweimal glücklicher gewinnen, aber man muss ehrlich sagen, Frauen-Biburg hat es uns nicht leicht gemacht, die waren vielleicht sogar das total besser, wir haben halt das Quäntchen mehr Glück gehabt und deswegen haben wir dann gewonnen, aber natürlich auch verdient. Und während Niederwinkling seinen unerwarteten Triumph feiert, ziehen die Verantwortlichen des Bayerischen Fußballverbands zufrieden Bilanz, gerade im Hinblick auf die viel diskutierte neue Spielart Futsal. Dieses ganze Thema ist ja über die FIFA, UEFA entsprechend vorgegeben. Das heißt, wir als Bayerischer Fußballverband sind ja dazu angehalten, diese Richtlinien umzusetzen. Und wenn man jetzt feststellt, wie toll diese Turniere laufen, wie die Resonanz ist, vor allem, welch technisch hochwertiger Fußball mittlerweile gespielt wird, dann wird es den klassischen Hallenturnieren auf sich den Rang ablaufen. Es war heute ein wunderbarer Turniertag hier in der Comeniushalle in Deggendorf. Ich denke, die 10 Teilnehmer, die da waren, die haben klasse Leistung geboten allesamt. Das waren auch die 10 verdienten Teams, die in das Kreisfinale gekommen sind. Und ich glaube, wir haben letztendlich einen verdienten Sieger mit dem FC Niederwinkling gefunden. Und der vertritt den Fußballkreis Straubing nun am kommenden Samstag in Dingolfing bei der Niederbayerischen und will dort vielleicht weiter für Furore sorgen. Spaß haben, vielleicht nicht untergehen, sich gut verkaufen, Fußballkreis Straubing auch super repräsentieren und dann mal schauen, was wird.